zusammen und willkommen zu diesem Video. Das ist wieder einer der seltenen Momente, wo ich vor der Kamera stehe und auch noch in Deutsch rede. Kommt wirklich nicht allzu oft vor, aber ich wurde jetzt in einigen Kommentaren gefragt, ob ich nicht das Ganze auch mal in Deutsch machen könnte, um meine ganzen Tipps und Tricks für das Acrylic Pouring auf Deutsch zu sagen, und habe mich dazu entschlossen, das heute zu tun. Für die, die meinen Kanal schon kennen oder jetzt vielleicht kennenlernen, ich habe auch für andere Medien das Ganze in Deutsch schon mal gemacht. Also für Zeichnen, für Acryl, für Öl, für Pastellfarben, für Papiere, all das gibt es eine extra Playlist, die kann ich euch gerne mal hier verlinken. Da sind alle Videos drauf, die ich bis jetzt in Deutsch gemacht habe. Die sind alle etwas länger, weil der Kanal selbst in Englisch gehalten wird, aufgrund der besseren Reichweite. Aber ich habe in die Videos jeweils mein ganzes Wissen zu diesem Zeitpunkt zusammengefasst, reingepackt und kann man sich gern anschauen. Ebenso dieses. Auch hier werde ich wieder alles Mögliche an meinen Tipps und Tricks zusammenfassen. Ja, ihr könnt natürlich wie in jedem Video hin und her springen. Wenn ihr alles sehen wollt, dann schaut es einfach der Reihe nach an. Ich versuche alles so gut wie möglich zu erklären. Falls irgendwelche Fragen offen sind, wie immer, schreibt mir einfach in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, auf Instagram, wo immer ihr möchtet. So viel zu der Einleitung bis hierher. Ich würde jetzt auf meinen Tisch erstmal umschwenken und euch so zeigen, was man braucht. Also, bis gleich. So, willkommen auf meinem Schreibtisch. Ich würde sagen, wir fangen am Anfang mal mit dem an, was man für das Pouring braucht. Fangen wir an mit den Basics, also was man wirklich mindestens braucht, um damit anfangen zu können. Und danach so ein paar Extras, die man nehmen kann, wenn man möchte und sich damit etwas tiefer beschäftigen möchte. So, ganz wichtig natürlich sind verschiedene Becher. Gibt es in verschiedenen Größen, Formen, Farben. Im Prinzip ist es egal, was ihr nehmt. Ich habe verschiedene Größen, einfach je nach Leinwandgröße, die ich verwende, dass man das besser dosieren kann. Die sind ganz praktisch, so viele mittleren, so 15, 20 cm Leinwände. Die sind dann ziemlich ideal für 30 aufwärts. Und wenn ihr mal richtig groß gehen wollt, gibt es natürlich noch die anderen. Muss man nicht kaufen, gibt es zu kaufen als größere Bechervarianten natürlich, wenn ihr aber jetzt Joghurtbecher habt, wie hier, oder meine heimliche Sucht Zuckerwattebecher, dann könnt ihr natürlich auch die einfach aufheben und verwenden, ganz egal. So, was man auch gut verwenden kann, sind diese Pins. Sind jetzt nicht unbedingt die Basics, aber das sind ganz normale Pinwandpins. Die mache ich immer unten in die Leinwände rein, so als Füße, immer auf die Ecken, dass die Leinwände etwas abgehoben stehen von dem Untergrund, dass die Farbe, wenn die runtertropft, einfach dann nicht unten an dem Rand kleben bleibt oder die Leinwand am Untergrund festkleben bleibt und alles versifft, ist einfach ein bisschen sauberer und schöner. Auch wenn man sie dann wegheben möchte, kann man das einfacher tun. Auch wichtig natürlich Leinwände. Gibt es in verschiedenen Formen und Größen natürlich. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Man muss nicht Leinwand nehmen für das Acrylic Pouring. Man kann auch MDF-Platte nehmen. Man kann Plastikuntergrund nehmen. An sich, was immer ihr möchtet, hat natürlich alles verschiedene Vor- und Nachteile. Dazu komme ich dann später, wenn es um das Trocknen geht, auch nochmal. Ich persönlich habe am liebsten Leinwände aus verschiedensten Gründen. Müssen keine teuren sein. Das sind immer relativ preisgünstige Leinwände. Die sind, glaube ich, von Xenos oder Nanunana. Gibt es die teilweise auch ganz günstig. Wenn man die kleinen Formate nehmen möchte, sind die an sich ganz gut. Ab und zu hat man das Problem, dass die ein bisschen durchhängen, also nicht ganz so straff gespannt sind, wie man das dafür braucht. Wenn die Leinwände durchhängen, ist es natürlich ungünstig für das Acrylic Pouring, weil dann die ganze Farbe in die Mitte läuft und man hat nicht das, was man eigentlich möchte. Um dem etwas vorzubeugen, kann man die Leinwand einmal komplett nass machen und trocken föhnen. Dann spannt das Ganze ein bisschen mehr an. Wenn die zu sehr durchhängt, schafft man es damit allerdings auch nicht. Dann hast du höchstens noch die Möglichkeit, was dahinter zu machen, eine Pappe oder irgendwas, dass das straffer wird und dann quasi damit anfangen zu arbeiten. Das sind so die Varianten, die ich bis jetzt damit gehabt hatte. Aber ich sage mal, 90% von den Leinwänden sind vollkommen in Ordnung. Auch wichtig natürlich Farben. Natürlich sollten es Acrylfarben sein. Ich persönlich nehme am liebsten die von Artina. Ich bestelle die meistens über Amazon. Dann einfach nach Artina googeln. Und dann findet man alles, was man braucht an Farben. Das sind die großen Gebinde von 1 Liter. Gibt es auch noch in 500 Milliliter und gibt es auch, glaube ich, noch in kleiner. Ich persönlich finde die vom Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt. Und die Farben sind super, die reißen nicht. Lieferung ist schnell. Alles, was man braucht, im Prinzip. Genauso gut bekomme ich auch meine Leinwände her. Die kleineren, wie gesagt, kriege ich meistens aus den lokalen Läden, wie vorhin genannt.
Die größeren Abmessungen, also alles ab, keine Ahnung, 40x60 aufwärts, bestelle ich auch gleich mit bei Yatina. Die sind ebenso preiswert, sie sind sehr gut. Ich habe noch keine gehabt, die irgendwo defekt gewesen ist. Ist eigentlich mein mittlerweile Lieblingsstore geworden, wo ich meine Sachen herbekomme. Erzähle ich auch in so ziemlich jedem Video, was ich seit Monaten mache, dass ich diese Farben benutze. Mein persönliches Highlight ist dieses Blau. Heißt Phthalo Cyanin Blau. Liebe ich. Ist einfach ein total tolles Blau. Also wenn ihr bei Yatina bestellt, dann nehmt auf jeden Fall das mit. Eines der coolsten Blaus, wenn man von Blau schwärmen kann, die ich bisher hatte. Wirklich klasse. Die Links zu den Farben und den Leinwänden sind in der Description Box unter dem Video. Dann könnt ihr direkt, wenn ihr möchtet, dort bestellen und euch die Farben aussuchen, die ihr braucht. Zu diesem auch nochmal ein großes Dankeschön an Yatina selbst. Ich wurde neulich in ihrem Online-Magazin quasi gefeatured. Den Link packe ich euch auch gerne mit unten in die Box, wenn ihr es anschauen möchtet. Als kleines Dankeschön dazu mache ich jetzt natürlich dieses Video, einfach weil ich von den Farben überzeugt bin und ich mittlerweile diese am liebsten nehme. Ich habe natürlich auch noch andere Acrylfarben, wie von Liquitex zum Beispiel, Softbody. Das sind andere Gebinde, die sind sehr hoch pigmentiert. Verwendet man anders, komme ich nachher gleich dazu. Genauso gut habe ich noch einige Metallics, wie zum Beispiel diese hier. Die haben sich auch zu meinen Favoriten herausgestellt. Habe ich auch mit verlinkt in der Video-Description-Box unterm Video. Die sind wirklich klasse, funktionieren super. Sie glänzen schön, sie haben den coolen Metallic-Look, wenn das Ganze trocken ist. Perfekt. So, ansonsten gibt es noch verschiedene andere Acrylfarben, die ihr nehmen könnt. In jedem Kunstladen etc. habe ich teilweise auch. Wenn ich direkt mal eine Farbe brauche, die alle ist, dann bestelle ich nicht extra erst, sondern gehe mir die eine Farbe schnell holen, bis ich dann die nächste Bestellung über Amazon etc. wieder aufgebe. Ebenso zu den Basics gehört Silikon. Ohne Silikon könnt ihr natürlich auch Acrylic Pouring machen. Dann bekommt ihr aber kaum Zellen, die meisten hier haben wollen. Dazu ist das Silikon da, dazu später auch noch ein bisschen mehr, wenn es um die Funktionsweise von dem Acrylic Pouring insgesamt geht. Ich verwende dieses Silikon, das ist Silikonöl, heißt Gloss Perfect Shine. Ist eine kleine Flasche, reicht jetzt aber schon seit, ich denke mal, ein Dreivierteljahr. Also von den Kosten her vollkommen in Ordnung. Ist eigentlich aus dem Latex-Lackbereich zum glänzend machen für den Latex. Aber das ist das Einzige, was ich gefunden hatte, was 100% Dimethicon ist. Das ist einfach die Art des Silikonöls, es ist hautfreundlich, das ist nicht giftig. Ja, ihr könnt theoretisch auch jedes andere Silikon nehmen, Fahrradsilikon oder Autosilikon, was immer ihr an sich da habt, Hauptsache es ist dünnflüssig. Viele Silikonarten riechen aber A nicht gut und B sind vielleicht nicht unbedingt hautfreundlich. Deswegen würde ich einfach das nehmen, es muss jetzt nicht das sein, aber es sollte Dimethicon sein. Wenn ihr nicht unbedingt eine ganze Flasche kaufen wollt, ihr könnt doch schauen, ob in euren Hautpflegeprodukten Dimethicon drin ist. Das ist sehr oft der Fall, dann funktioniert auch das zum Üben als Tipp. Ebenso wichtig, wenn ihr Farben natürlich mixt, sind irgendwelche Holzstäbchen oder Stäbchen, um die Farbe umzurühren und zu mixen. Ich persönlich habe am liebsten diese kleinen Dinger hier, die gibt es in 100er Packs für, keine Ahnung, 3 Euro oder so bei Amazon oder in der Apotheke. Neulich bin ich über diese, was sind das eigentlich, Kaffee-Umrührstäbchen gestolpert. Die funktionieren nicht so perfekt, die sind ein bisschen zu wabbelig. Wenn man dann 2, 3 übereinander nimmt, dann geht es ganz gut. Ich war natürlich so naiv und habe mir gleich ein 1000er Gebinde gekauft, bin jetzt also über die nächsten Jahre verdammt, die zu benutzen. Aber es geht, wenn man jetzt keine großen Abmessungen von Farbe hat, also sagen wir jetzt mal diese kleineren Becher damit umzurühren, funktioniert einwandfrei. Ab den größeren 200ml Bechern wird es dann schon schwierig. Dann doch lieber diese Variante nehmen oder die größeren, was immer ihr möchtet oder euch lieber ist. So, ich persönlich wasche die dann auch immer noch mal mit ab, also werft die nicht jedes Mal gleich weg. Wir wollen ja kostengünstig und umweltbewusst arbeiten. Dann nehme ich die immer noch so ein paar Mal, bis die dann wirklich zu versifft sind, dass es nicht mehr schön ist. Ebenso ein, 50% Must-Have. Es funktioniert an sich auch ohne, aber es ist schöner mit, weil du kriegst einfach mehr Effekte hin, ist eine, wie heißen die auf Deutsch? Ich kenne die als Torch in Englisch, also eine kleine Gasflamme. Die meisten kennen die als Creme Brûlée Brenner, die sind natürlich dann doppelt so groß. Das Ding funktioniert 1:1 ganz genauso wie der typische Creme Brûlée Brenner. Ich fand die nur einfach niedlich, weil die kleiner ist. Habe ich aus dem Baumarkt bekommen, also gibt es auch bei Amazon, wie es alles auf Amazon gibt. Funktioniert 1:1. Leider ist die kleine nur, ich weiß nicht, ob das eine Produktionssache ist oder ob die kleine nur eine Macke hat. Die funktioniert nicht immer beim Starten.
sondern, ja, jetzt geht's gerade, sondern brennt vielleicht eine Sekunde und hört dann auf. Deswegen muss man dann 1000 Mal drücken, wovon viele immer gedacht haben, das ist irgendeine Art Sprayflasche. Ist es nicht, es ist nur eine Gasbrenner mit Ladehemmung. Also das ist dieser. Wenn ihr die nicht nehmen wollt, dann einfach eine normale große, nehmt eine normale große. Das macht keinen Unterschied. Einziger Unterschied, den ich vielleicht nennen würde, ist, hier ist die Gasflamme relativ klein, also so einen halben Zentimeter lang. Bei den normalen Gasbrenner ist die schon um die 2 Zentimeter. Ihr müsst dann einfach von eurem Kunstwerk ein Stück weiter weggehen. Ihr wollt die Farbe ja nicht verbrennen, ihr wollt nur ein bisschen Hitze drauf geben. Dazu auch später zur Funktionsweise nochmal mehr. So, das waren an sich die Basics, was ihr haben müsstet, um mit der ganzen Sache anzufangen. Schön sind immer noch Handschuhe. Ist theoretisch kein Muss, aber macht das Ganze etwas sauberer, weil das Ganze ist schon eine etwas schmutzige Angelegenheit und es ist immer noch viel Farbe und auch die Farbe hat Chemie, auch wenn die wasserverdünnbar ist, ist das relativ chemiehaltig. Nehmt einfach die Handschuhe. Was zu den nicht mehr Must-Have gehört, aber ein Nice-to-Have im Prinzip ist, ist Floatrill. Habt ihr bestimmt schon gehört, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Ist ein, ja, Farbenflussmittel im Prinzip. Theoretisch braucht man es nicht. Es kommt darauf an, wie teuer ihr eure Farben einkauft. So eine Flasche mit 2,5 Litern kostet um die 40 Euro. Je nach Tagessatz bei Amazon. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Im Prinzip streckt man damit die Farben. Es hat auch einige Eigenschaften, dass sich Zellen automatisch bildet. Wenn man jetzt kein Silikon nehmen möchte, geht das auch allein nur damit. Wenn auch nicht so perfekt wie mit dem Silikonöl. Wenn man das jetzt nicht kaufen möchte oder nicht kaufen kann, man kann auch einfach nur die Farben als solche nehmen. Also einfach die Acrylfarbe als Farbe nehmen, Wasser dazu machen, bis es die Konsistenz hat, die man braucht. Und das war's. Kleiner Haken an der Sache, hat man Acrylfarbe und nimmt nur Wasser und muss vielleicht zu viel Wasser nehmen, um die Konsistenz zu haben, die man braucht, läuft man Gefahr, dass die Bindemittel, die die Acrylfarbe zusammenhalten als Farbe, einfach zu sehr aufgelöst werden und dann die Kohäsion nicht mehr da ist und die Farbe am Ende reißt. Also wenn man jetzt normale Acrylfarbe zu sehr verdünnt, kann es passieren, dass sie am Ende reißt oder ausflockt oder einfach nicht mehr die Struktur behält, wenn sie trocknet. Das kann passieren. Das verhindert Floatrill ein bisschen, weil das einfach dünner ist als die Acrylfarbe. Man braucht also weniger Wasser oder kein Wasser mehr, um das Ganze zu verdünnen. Und es hat eigene Bindemittel drin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Farbe am Ende reißt, wird dadurch sehr, ja, sehr viel geringer. Hat man jetzt keinen Floatrill oder ist gerade ausverkauft bei Amazon, das gibt es ab und zu auch, kann man auch Acrylbinder benutzen. Habe ich jetzt leider keinen da, ich blende euch aber mal das Bild irgendwo hier ein, was ich da immer benutzt habe. Acrylbinder ist im Prinzip genau das Mittel, woraus Acrylfarben sind, allerdings ohne die Pigmente. Also hat man jetzt Pigmente und hat Acrylbinder, schüttet die Pigmente rein, rührt fein um, hat man Acrylfarbe. Funktioniert ähnlich wie das. Den Acrylbinder, den ich jetzt hier eingeblendet hatte, gibt es einmal in einer kleinen, einer größeren Abpackung. Die kleine ist, glaube ich, 1 Liter, die größere war auch 2-3 Liter oder so. Ich fand die Konsistenz von beiden etwas unterschiedlich. Die größere Abbindung war ein bisschen dünner. Bei beiden Malen, wo ich die gekauft hatte, die kleine war ein bisschen dicker, ähnlich wie Floatrill. Habe ich persönlich besser gefunden zum Arbeiten. Aber Preis-Leistung war halt die größere ein bisschen günstiger am Ende. So viel dazu. Was man auch machen kann oder machen sollte am Ende, ist das Ganze zu versiegeln. Ich persönlich nehme dafür den Liquitex Gloss Varnish. Ja, im Prinzip müsst ihr eure Kunstwerke nicht versiegeln, hat aber verschiedene Vorteile natürlich. Zum einen glänzt das Ganze schön. Wenn ihr glänzend nicht mögt, sondern lieber matt oder seitenmatt, gibt es das Ganze auch in matt oder seitenmatt. Hat aber den Vorteil, dass es die Farben nochmal richtig rausbringt. Gerade dunkle Farben sieht man es am besten. Die dunkleren Farben trocknen meistens so ein bisschen matt auf. Das ist ganz normal. Macht mal den Varnish drüber, kommen die Farben wieder richtig zum Leben und zur Geltung. Also gerade bei dunkleren Tönen, auch rot muss nicht schwarz sein oder dunkles Blau, wirkt das Ganze nochmal viel kräftiger. Und der Hauptgrund natürlich, es beschützt euer Kunstwerk vor Staub, vor allem Möglichen. Hat man das Ganze nicht versiegelt und hängt es auf, kommt über dem Laufe der Jahre immer Staub drauf, wenn es in der Nähe von der Küche hängt, Dunst vom Braten etc. und legt sich Schicht für Schicht auf das Kunstwerk drauf, was man so nicht bemerkt. Aber wenn man dann nach, keine Ahnung, 20 Jahren draufschaut, sieht man, dass die Farben einfach nicht mehr so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Macht man das drauf, könnte man dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, es setzt sich natürlich alles genauso auch auf dem Varnish dann oben drauf ab. Aber das Varnish kann man entfernen. Dann ist das runter mit dem ganzen Dreck. Das Bild ist wieder original, wie es gewesen ist. Und ihr macht einfach eine neue Schicht drauf. Das ist der Hintergrund dafür. Gerade wenn ihr jetzt
auch mit Ölfarben zum Beispiel arbeitet, was mehr Zeit braucht als jetzt so ein Acrylic Pouring Bild. Holt euch einen Ölfarbenvarnish, macht das drüber. Im Worst Case, lasst es mal irgendwo brennen vielleicht und es ist Ruß drauf. Ist kein Varnish drüber, kriegt ihr das nie wieder weg. Ist Varnish drauf, könnt ihr das Varnish einfach entfernen. Dann ist das Bild wieder original, sauber und schön und ihr macht ein neues Varnish drauf. Das ist so der Hintergrund, einfach um das Ganze etwas zu beschützen. Das Schöne von dem Liquitex Varnish, es trocknet ganz schnell. Es ist total einfach aufzubringen. Zeige ich euch vielleicht am Ende noch von einem anderen Video, was ich reinschneide. Geht total simpel und ist ja perfekt. So, kommen wir kurz zu dem Punkt, wie das Ganze im Prinzip funktioniert. Also euch ein bisschen die Physik dahinter zu erzählen, wie das Ganze funktioniert, damit es euch etwas ja, klarer wird, um auch das Ganze ein Stück weit zu steuern. Wirklich 100% beeinflussen, wie etwas aussieht am Ende, könnt ihr es eigentlich nie. Das ist einfach der Sinn und Zweck der Sache, dass es nicht so genau funktioniert. Aber so ein bisschen Hintergrundwissen wollte ich euch jetzt damit vermitteln. Und zwar gibt es verschiedene Einflussfaktoren, wie ihr das Ganze beeinflussen könnt. Punkt 1 wäre jetzt, wie dick oder dünn ihr die Farben macht. Wenn ihr die Farben sehr dünn haltet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alles miteinander vermixt, sehr hoch. Habt ihr zum Beispiel ein Gelb und ein Blau relativ dünn gehalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze sich zu Grün verbindet, recht hoch. Ihr werdet auch größere Zellen haben oder vielleicht auch keine Zellen, je nachdem, wie dünn das Ganze gehalten wird. Habt ihr die Farben dicker, laufen die natürlich etwas langsamer, das ist ganz klar. Ihr habt somit ein bisschen mehr zu tun, um die Leinwand komplett mit der Farbe zu bedecken. Allerdings bleiben die Farben auch separierter. Wenn ihr also gerade Farben, die sich sehr gern vermischen, ineinander habt, aber nicht wollt, dass die sich vermischen, dann macht die Farben ein bisschen dicker. Also gerade wenn man jetzt Blau und Gelb hat und ein Grün, vielleicht noch wollt ihr Rot mit reinhaben, was Lila ergibt mit Blau zusammen oder Orange mit Gelb. Und ihr wollt aber nicht, dass das sich so sehr verbindet, macht die Farben ein bisschen dicker. Und somit bleiben die auch insgesamt ein bisschen separiert. Ebenso sind dickere Farben dazu geneigt, kleinere Zellen zu machen. Und das insgesamt wirkt halt dann definierter, als wenn die Farben zu dünn sind. Ich zeige euch dann später auch noch ein paar Varianten vom Pouring selbst, also die ganzen Versionen, die es gibt. Könnt ihr in allen möglichen Varianten auch abwandeln, wie es euch dann gefällt. Die Physik hinter der ganzen Sache. Warum das Silikonöl? Im Prinzip ist es so, dass ihr, wenn ihr Silikon in den Farben drin habt, ne, lasst das mal der Becher sein, der Farbe, dann habt ihr ja verschiedene Farbschichten, die ihr reinmacht, mit den Farben, die ihr quasi schütten wollt. Und in den Farben sind Tropfen von Silikon drin. So, weil Silikon macht ihr ja am Anfang rein, ein paar Tropfen, rührt ordentlich um und dann ist das Silikon ja in der Farbe erstmal drin. Es verbindet sich aber nicht mit der Farbe, das heißt, es schwimmt da drin rum. Je nachdem, wie ihr gut ihr umrührt, habt ihr größere oder kleinere Tropfen. Wollt ihr am Ende große Zellen haben, rührt ihr einfach nicht so doll um. Dann habt ihr größere Tropfen, die in der Farbe sind und am Ende auch größere Zellen. Wollt ihr viele kleine Zellen haben, weil das Ganze einfach niedlich aussehen soll, dann rührt ihr einfach doll um, damit das Silikon sich in viele kleine Silikonbläschen spaltet und mit der Farbe quasi vermischt. Und am Ende habt ihr dann viele kleine Zellen. So, was passiert? Silikon ist immer am leichtesten. Leichter als Farbe, leichter als Wasser. Das heißt, es versucht immer nach oben zu steigen. Das geht je nach Dicke der Farbe nicht so schnell. Habt ihr die Farbe sehr dünn gewählt, also mit sehr viel Wasser, dann geht das Ganze etwas schneller. Das heißt, das Ganze wird dann auch, wenn ihr es auf die Leinwand gebracht habt, relativ schnell nach oben steigen. Deswegen habt ihr große Zellen und halt breit laufen. Könnt ihr testen. Ich bin kein Fan von zu dünn. Ich habe damit angefangen, ganz am Anfang habe die Farben zu dünn gemacht, weil ich mir dachte, naja, muss ja bloß die Leinwand bedecken. Aber die Effekte sind einfach komplett anders. Wenn ich dran denke, blende ich das mal hier ein, wie meine ersten aussahen, wie dann meine jetzt drin aktuelleren aussehen. Angenommen, ihr schüttet die Farbe dann jetzt auf eure Leinwand mit einer Technik eurer Wahl, kommen wir dann gleich dazu, habt ihr jetzt hier zum Beispiel die Leinwand und ihr habt die Farbe drauf. Die Farbe liegt ja dann in verschiedenen Schichten auf der Leinwand relativ eben auf, aber halt in den Schichten, wie ihr sie reingebracht habt. Und innerhalb der Schichten sind dann die Silikontropfen. Würde man jetzt überhaupt nichts tun, steigt das Silikon trotzdem nach oben, sehr langsam, genauso wie das auch in dem Becher passieren würde. Wenn das Silikon nach oben steigt, durchbricht es die ganzen Farbschichten, die über dem Silikon liegen und nimmt die Farben entsprechend mit. So entstehen die Zellen am Ende. Und je nachdem, wie viele Farbschichten es durchbrochen hat, desto mehr Farben sind in der Zelle entsprechend auch sichtbar. Um das Ganze zu beschleunigen und mehr Silikon an die Oberfläche zu bringen, als es von alleine vielleicht schaffen würde, nimmt man eben den Brenner.
Durch die Hitze, die dadurch entsteht, wird das Silikon einfach ein Stück wärmer und steigt schneller nach oben, genauso wie die Farbe ein bisschen wärmer. Es braucht dafür aber nicht viel Hitze. Also ihr sollt jetzt nicht auf diese Entfernung jetzt über euer Bild gehen und rüberbrennen. Es reicht, wenn das aus der Entfernung ist. Es muss wirklich nur ein bisschen Druck und Hitze draufkommen, dass das Silikon nach oben steigt. Somit könnt ihr auch da Zellen generieren, wenn dort Silikon gewesen ist, die vielleicht von Natur aus nicht entstanden wäre, weil die Oberflächenspannung der Farbe das Silikon im Platz gehalten hätte. So viel zu der Physik des Ganzen, warum die Zellen entstehen, wie sie entstehen und warum das Ganze mit Silikon funktioniert. Ein kleiner Punkt, den ich an dieser Stelle noch mit anbringen würde, wie vorhin schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Größen von Leinwänden. Das typische Acrylic Pouring funktioniert am besten in den kleineren Versionen, also 15-15, 20-20, 30-30, vielleicht auch noch 40-40. Größer wird es kniffliger. Also wenn ihr jetzt einfach euer Becher mit Farbe habt, für die Leinwand umdrehen, hochheben, klappt oft sehr gut. Klappt natürlich nicht mehr sehr gut, wenn ihr große Leinwände habt. Also wenn ihr jetzt so 50, 50, 60 mal 60 etc. und noch größer haben wollt, ihr könnt nicht einfach einen größeren Eimer nehmen, den von Farbe machen und drüber werfen und denken, es kommt genau das gleiche Ergebnis raus. Wird nicht passieren. Hintergrund ist der, je größer die Leinwand ist, die Farbe tut natürlich genau das gleiche, wie sie auch in kleineren Versionen tut. Das heißt, sobald die Farbe umgedreht ist und breit läuft, entsteigt auch das Silikonöl nach oben und macht die Zellen. Wenn ihr jetzt eine sehr große Leinwand habt und habt entsprechend eure Farbe draufgebracht, entstehen die Zellen. Ihr müsst aber viel mehr Weg überwinden, um alles zu bedecken. Und die Zellen entstehen trotzdem genauso schnell, als wenn ihr eine kleine Leinwand habt. Das heißt, ihr werdet sehr viele, sehr langgezogene, komisch geformte Zellen bekommen. Wenn ihr jetzt eine große Leinwand habt, macht das in der Mitte. Zellen entstehen und ihr müsst dann entsprechend alles verteilen. Das ist die Schwierigkeit, die bei größeren Leinwänden ist. Ich habe einiges davon auf meinem Kanal auch schon drauf, einige mehr erfolgreich, einige nicht so erfolgreich. Dann natürlich auf Englisch, aber da ihr die ganzen Grundprinzipien ja erkennt, seht ihr ja, was ich gemacht habe und was ich versucht habe damit zu erreichen, wie ich es eventuell gefixt habe oder halt nicht fixen konnte. So, in diesem Sinne, kurzer Hinweis, wenn ihr auf größere Leinwände gehen wollt. Es gibt auch da Techniken, die habe ich selber noch nicht allzu oft versucht, aber gerade wenn ihr anfangt, fangt lieber erstmal klein an, bis ihr so ein Gefühl dafür habt, wie das funktioniert. So, kommen wir zu dem lustigen Teil des Farbenmixens. Ich habe meine Becher hier. Ich werde einfach jetzt ein paar Farben mixen, das Ganze ein bisschen vorspulen, damit es nicht zu langweilig für euch wird. In diesem Falle wieder Float-Twirl, Wasser, Silikonöl und verschiedene Farben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Farben nehme, wie diese Metallic-Farben, die sind natürlich kleinere Gebinde, ist natürlich recht offensichtlich. Die kosten aber ungefähr genauso viel wie auch das große, was aber vollkommen in Ordnung ist. Dafür nimmt man aber weniger von dieser Farbe. Das heißt, ich nehme da mehr Float-Twirl und mach weniger von der Farbe rein, als wenn ich es andersrum nehmen würde. Normalerweise ist es ungefähr zwei Drittel Float-Twirl, ein Drittel Farbe und dann je nachdem, was man an Wasser braucht, um eine Textur oder Konsistenz wie Honig zu bekommen. Das ist so die Konsistenz, womit ich immer arbeite. In dem Fall nehme ich hier halt mehr Float-Twirl und nur ein bisschen was von der Farbe, einfach ja, um da sparsamer zu arbeiten. Von dem Silikonöl, wie gesagt, nur ein paar Tropfen. Kommt immer auf die Menge der Farbe an, die man hat, aber so auf diesen Becher, so zwei, drei, vier Tropfen reichen da an sich aus. Und dann entsprechend so doll mischen, wie ihr die Zellen am Ende haben wollt. So, Farben sind gemixt, Leinwände sind präpariert. Was man immer noch machen kann, muss man nicht, ist eine Sprayflasche mit ganz normalem Wasser. Damit kann man jetzt die Leinwände zum Beispiel noch einsprühen. Das macht es ein bisschen einfacher, dass die Farbe dann drüber läuft, also nicht gleich fest hängen bleibt und dass die Leinwand halt nicht das Wasser sofort aufsaugt. Hilft ein bisschen. Bei den kleineren nicht unbedingt notwendig, bei den größeren Abmessungen hilft es einem so ein bisschen beim Arbeiten.
Kommen wir zu den Methoden, was man machen kann. Die einfachste, die wahrscheinlich jeder kennt, ist die Flip-Cup-Variante. Das heißt, man mischt die Farben in ja, den Becher, den man nehmen möchte, dreht den Becher um und lässt den Dingen ihren Lauf. Die Farben generell zu mixen, was man zuerst in den Becher tut, kommt zum Schluss raus oder ist dann quasi oben drauf. Man soll die Farben auch so mischen, dass am besten immer eine Trennschicht dazwischen ist. Also wenn du jetzt gelb hast und blau, möchtest aber kein Grün haben, solltest du vielleicht eine Schicht weiße Farbe dazwischen machen oder irgendwas Helles, was die beiden voneinander trennt. Wichtiger Hinweis, wenn es um das Thema weiße Farbe geht, die meiste Farbe, die man kaufen kann, ist Titanium White oder Titanweiß. Titanweiß oder Titan selbst ist ein sehr schweres Pigment, Titanoxid in dem Fall, glaube ich, ist das, ist ein schweres Element. Das heißt, auch wenn die weiße Farbe dieselbe Konsistenz hat wie jetzt gelb oder blau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die durchbricht und nach unten sinkt, sehr hoch. Also weiße Farbe sinkt sehr oft nach unten durch. So. Becher voll mit Farbe. Was man machen kann, muss man nicht. Ich mache es meistens aus Gewohnheit. Einmal nochmal so einen kleinen Schlenker durch die ganze Farbe, dass sich die Schichten so ein bisschen verbinden. Wenn man gut im Handgelenk ist, kann man die Becher jetzt auch mit Schwung umdrehen. Ich mache es meistens nicht, weil ich es nicht kann. Ich drehe es meistens dann so rum. Man kann theoretisch den Becher jetzt einfach hochheben. Was passiert? Die Farbe läuft natürlich raus, aber es tropft auch immer noch so ein bisschen Farbe dann nach. Das heißt, man hat dann die Farbe draußen und es tropft immer noch so mal zwischen rein. Das sieht am Ende oft nicht schön aus. Ich mache meistens, ziehe den Becher ein Stück zurück und kippe dann mit Schwung nach hinten, dass die Farbe nach vorne rausläuft. Wie jetzt zum Beispiel hier. Und du hast diese Tropfpunkte dann nicht zwischendrin. Und dann kann man entweder warten, was passiert, oder man bewegt die Farbe halt so ein Stück weit hin und her. Und kann entsprechend dann auch die Regionen quasi weg von der Leinwand bringen, die einem nicht gefallen. Also wenn jetzt Farbkombis drauf sind, die jetzt nicht gut aussehen, kippt man die Leinwand entsprechend so lange, bis diese Farben nicht mehr drauf sind. So wäre jetzt dieses Resultat. Ist jetzt nicht mein Highlight-Favorit, möchte ich dazu sagen. Aber ist nur für die Demo-Zwecke jetzt. Das heißt, man könnte jetzt einfach warten, was passiert. Es wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Bekommt man, wie ihr sehen könnt, dann entsprechend die Zellen. Sieht dann jetzt so aus. Hätte man ohne die Hitze von der Flamme nicht so hinbekommen. Wäre also so nicht nach oben gekommen, das Silikon, ohne die Hilfe von der Hitze. So, ist immer jetzt noch nicht mein Favorite, aber damit ihr einfach sehen könnt, wie die Funktionsweise von der Farbe ist. Variante 2 wäre im Prinzip die einfachste Variante. Das wäre ein Swipe. Auf Deutsch wischen, klingt aber weniger cool. So, für den Swipe nimmt man an sich die Farben, die man nehmen möchte, kippt die mehr oder weniger auf die Leinwand in der Reihenfolge oder dem Muster, was man haben möchte, und überlegt sich eine Farbe, mit der man swipen möchte. Also im Prinzip entweder eine helle oder eine dunkle. Ich nehme meistens weiß-schwarz, oder in dem Fall habe ich jetzt hier ein dunkles Blau. Macht die dann auf der einen Seite. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt ein Palettenmesser, das zum Beispiel ist jetzt für Kuchen gedacht. Funktioniert aber perfekt. Ihr könnt auch ein kleineres nehmen, allerdings ist es damit schwieriger. Ich persönlich nehme am liebsten dieses hier. Das ist Upo Paper. Wer das nicht kennt, das ist so eine Art Plastikpapier. Das ist wasserabweisend, funktioniert an sich sehr gut dafür. Kann man benutzen zum Swipen. Danach wascht man es einfach ab und es ist wieder perfekt zum nochmal benutzen. Das Schöne hier, es hat die komplette Fläche, man übt keine Kraft darauf aus, man legt es also im Prinzip nur drauf und zieht es drüber. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut und es gibt immer ein gutes Ergebnis. So. Weil nimmt man das Palettenmesser zum Beispiel, dann ist es immer sehr schwer, sich wirklich gerade zu halten, nicht zu zittern oder zu wackeln. Und man sieht halt jeden Wackler dann direkt im Endergebnis. Hat man in diesem Falle halt dann nicht. Auch hier Farbe kurz abgewaschen, alles wieder so gut wie neu. So, auch hier werden im Laufe der Zeit wieder einige Zellen nach oben kommen, allerdings auch nicht so viele. Geht man jetzt wieder mit der Flamme drüber.
Natürlich, die Farbe, die unter dem Blau gewesen ist, kommt dann auch nach oben. Deswegen hat man die Farbe, mit der man quasi swiped, also mit der man drüber streicht, das ist so die Verbindungsfarbe zwischen den Farben der Zellen. Das ist die Swipe-Technik. Meistens hat man eine Seite, die halt ein bisschen mehr blaulastig in dem Falle ist, also von der Farbe, mit der man geswiped hat. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Man kann es auch jetzt theoretisch noch hin und her bewegen, um jetzt die Form und die Struktur zu verändern. In dem Falle einfach nur zum Zeigen, was wie die Technik funktioniert, lassen wir es einfach jetzt so. Nächste Technik wäre jetzt zum Beispiel der Dirty Pour. Im Prinzip sind es alles Dirty Pours, aber in dem Falle trifft es den Namen am besten. Das wäre im Prinzip wirklich nur die Farbe in dem Becher und dann über die Leinwand drüber schütten. Zum Beispiel so. Das heißt, man hat die Farben relativ übereinander vermischt, nicht so sehr vermischt. Aber wie man hier sieht, in der Mitte mit dem Blau und mit dem Weiß bekommt man da sehr schöne Effekte hin. Sieht jetzt zum Beispiel noch nicht ganz so fancy aus. Aber wir wollen ja noch mit der Flamme drüber. Und schon wirkt das Ganze ein bisschen interessanter. Das Schöne ist, sobald man Farben hat, wo die untere Farbe leicht durchscheint, also wenn man jetzt zum Beispiel das Blau hat und sieht, es wird in der einen Ecke heller oder dunkler, dass da eine andere Farbe drunter ist, das sind die Bereiche, wo man dann auch die schönsten Zellen bekommt in dem Falle. Wie jetzt hier bei dem Blau und dem Weiß oder dem Gelb und dem Blau. Nächste Methode, die relativ praktisch ist für größere Leinwände, die nennt sich Drag, hat seine Leinwand und macht eine andere Farbe quasi als Basis-Deckfarbe ringsrum. So, wenn ihr das dann macht, am besten auch die Ecken gleich mit Farbe zu bedecken. Und wenn ihr diese Drag-Methode nehmen wollt, nehmt am besten die Hintergrundfarbe oder die Hauptfarbe ohne Silikon. Sonst habt ihr dann so kleine Lücken, wo das Silikon sich direkt mit dem Untergrund verbindet und dann ist da keine Farbe mehr drüber. Und dann hebt man im Prinzip den Pouring-Becher nur ganz leicht an und zieht die Farbe mehr oder weniger über die Leinwand drüber, bis sie komplett aus dem Becher raus ist. Und dann kann man das immer noch leicht, ja, hin und her bewegen, wie man das machen möchte, um so die Form zu bekommen, die man möchte. Angenommen jetzt zum Beispiel so. So, und da bin ich auch wieder live. Ich hoffe, ich konnte euch gut zeigen, wie die verschiedenen Varianten funktionieren. Es braucht immer ein Stück weit Experimentierfreude und am Ende braucht es auch eine ganze Menge Glück, damit es so aussieht, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Nicht alle von meinen Pours sehen so aus, wie ich mir das gerne vorstelle. Wenn ihr einen Pour habt, der nicht so geworden ist, wie ihr euch das gewünscht habt, dann könnt ihr den ja einfach abwaschen von der Leinwand und dann nochmal benutzen. Oder spielt noch ein bisschen dran rum, wenn ihr einen Flipcup gemacht habt und der gefällt euch nicht, dann swiped einfach nochmal drüber. Vielleicht passiert ja was Schönes. Hatte ich auch schon. Ansonsten lasst sie einfach trocknen. Zum Thema Trocknen selbst am besten in einem Ort, wo nicht die Sonne drauf scheint, wo es nicht allzu warm ist. Hintergrund ist der, wenn von oben zu viel Wärme drauf kommt, durch Sonne zum Beispiel, dann trocknet die Farbschicht oben zuerst und ist dann sehr wahrscheinlich, dass ihr Risse bekommt, dass die quasi crackt, also einreißt und ihr Bruchstellen habt. Sieht meistens nicht so schön aus. Am besten irgendwo in den Schatten stellen, am besten in den kühlen Raum, dann geht es am besten. Wenn ihr etwas machen möchtet und habt irgendwie Zeitdruck, muss also schnell trocken werden oder ihr habt irgendwas wirklich Großes gemacht, hatte ich auch schon, wo ich die Erde gepurt hatte, in dem Video, wer es sehen möchte, war wirklich groß, hat die halbe Wohnung blockiert, wollte ich einfach schnell trocken haben. Dann nehmt am besten einen Föhn oder noch besser Ventilator, legt den unten drunter und lasst von unten quasi die Luft dagegen wirken. Weil habt ihr eine Leinwand, saugt die das Wasser ja natürlich ein. Diese Leinwand wird nass und trocknet dann von unten und von oben. Wenn ihr jetzt von unten Hitze entgegenbringt, dann trocknet unten natürlich die Leinwand schneller und zieht Wasser von oben nach. Das heißt, ihr könnt das Ganze schön von unten trocknen und habt oben nicht das Problem, dass eure Farbe reißen könnte, weil die oben zu schnell trocknet. Würdet ihr von oben föhnen, habt ihr A das Problem, dass die Farbe euch verläuft, weil ist ja Farbe, die nass ist, und ihr habt das Problem, dass sie reißen wird am Ende. Das heißt, wenn ihr das machen müsst, trocknet von unten. Ich persönlich habe so einen Ventilator, einen relativ großen, so einen runden Dings, ne, lang,
lege ich runter, der pustet dann halt den halben Tag von unten dagegen und dann ist es auch am Abend oder so schon trocken, je nachdem, wie viel Farbe ihr genutzt habt. Die Swipes am Ende haben immer etwas weniger Farbe auf der Leinwand, als wenn ihr jetzt einen pur macht. Liegt einfach an der Sache der Dinge, aber das wäre jetzt mein Tipp, wenn es mal schneller gehen müsste mit dem Trocknen. Wenn ihr dennoch Risse bekommt, kann es wie gesagt sein, dass ihr zu viel Wasser genommen habt zum Verdünnen der Farbe und dass die Farbe einfach ihre Kohäsion verloren hat. Passiert. Hatte ich auch schon, kann man nicht viel gegen machen. Man kann nur hoffen, dass es am Ende gut aussieht. Wenn es nicht gut aussieht, habt ihr immer noch die Leinwand und könnt wieder einen Pur drüber machen. Geht natürlich auch immer. Da allerdings Vorsicht, wenn ihr einen zweiten Pur über eine Leinwand macht, die schon getrocknet ist. Ihr habt dann nicht mehr die Möglichkeit, dass die Farbe nach unten eintrocknen kann. Weil die Leinwand ist dann wasserdicht versiegelt, ihr könnt kein Wasser mehr aufnehmen. Da muss man dann entsprechend umso vorsichtiger sein, dass nicht zu viel Hitze von oben drauf kommt und das Ganze einfach schön langsam nach oben wegtrocknen kann. Sonst bekommt ihr nur wieder neue Risse. Wichtiger Punkt auch noch am Ende, wenn ihr die Leinwände und eure Kunstwerke dann versiegeln wollt, also Varnischdrüber machen wollt, müsst ihr vorher das Silikon entfernen. Weil wenn nicht, habt ihr immer Stellen in dem Varnisch, wo das Varnisch einfach nicht hält. Weil Silikon gewinnt immer. Also wenn Silikon irgendwo da ist, hält da nichts drüber, das läuft immer weg. Oder ihr müsst 20 Schichten machen, bis es irgendwann dann deckend wird. Wie ich das Silikonöl entferne, ist relativ einfach. Entweder ihr nehmt ganz normales Mehl oder ihr nehmt Babypuder, was immer euch lieber ist. Macht das über euer Bild drüber. Lasst es so 15 Minuten einfach mal in Ruhe. Und in dieser Zeit saugt das Puder oder den größten Teil des Silikonöls auf. Das bilden dann so kleine Knubbelklümpchen. Klingt irgendwie niedlich, oder? Kleine Klümpchen und ist dann quasi gebunden. Das tut ihr einfach dann mit einem Pinsel oder mit einem Lappen, was auch immer, einfach abmachen. Ich gehe dann immer noch mal mit normaler Abwaschseife drüber, mit einem weichen Lappen und wische da noch mal drüber und dann habe ich so den Großteil des Silikons quasi entfernt. Ihr bekommt selten wirklich 100% von dem Silikon weg. Ist auch nicht ganz so tragisch, wenn noch so ein bisschen was drauf ist, dann hält das trotzdem. Es kann dann passieren, dass euer Varnisch so in der ersten Schicht so ein bisschen aufreißt. Das sieht dann so stückchenweise aus wie ein altes Ölgemälde, so über diese kleinen Risse drin. Wem das gefällt, lasst so. Ansonsten immer noch mal eine Schicht, noch eine zweite Schicht drüber gehen, wenn es trocken ist. Und dann sind die auch alle weg und versiegelt und schön und eben läuft. Im Prinzip, das waren so die Basics zum Pouring. Es braucht natürlich viel Übung. Wer meine allerersten Videos anguckt von den ersten Pourings, auch da war ich stolz drauf. Jetzt am Ende denke ich mir, hättest du anders machen können? Es ist halt eine Lernkurve wie überall auch. Es braucht Zeit zum Experimentieren. Sucht euch am besten am Anfang die Methode raus, wo ihr euch am wohlsten mitfühlt, am sichersten mitfühlt und übt mit Farbkombis. Es gibt Tage, da dieselbe Farbkombi ergibt keine schönen Resultate. Am nächsten Tag habt ihr dieselbe Farbkombi und es funktioniert. Das sind so viele Faktoren, die da reinspielen, sei es die Konsistenz der Farbe, sei es die Leinwand selbst, sei es, keine Ahnung, Glück. Glück am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, direkt schreibt es mir in die Kommentare. Ich helfe euch natürlich auch trotzdem gern weiter. Ich habe wahrscheinlich trotzdem irgendwas vergessen. Aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, schaut euch die anderen Videos an. Die sind zwar auf Englisch, aber ihr könnt euch ja von YouTube übersetzen lassen. Da gibt es unten bei den Einstellungen, ich glaube hier oder da, dieses Zahnrad. Da könnt ihr Untertitel anschalten und auch die Übersetzungssprache, in die ihr das haben möchtet. Dann im Worst Case habt ihr es da oder ihr seht ja auch, was ich dann in den Videos so tue. Geht nach den Thumbnails, dann seht ihr generell, wie das Endresultat aussieht, was euch gefällt. Und dann kommt der Moment, in dem man merkt, dass man seine Abschlusssequenz nicht gefilmt hat. So, 2 Tage her, ich habe angefangen, das Video zu editieren, war an sich fast fertig und habe dann gemerkt, das Ende fehlt. In diesem Sinne jetzt nochmal eine Endsequenz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es waren viele Sachen dabei, die euch weiterhelfen, die vielleicht neu gewesen sind. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwas kreiert habt, dann gerne auf Instagram taggen oder auf Facebook mit verlinken, damit ich mir das anschauen kann. Würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Thumbs up geben, also einen Daumen nach oben. Subscribe, wenn ihr generell mehr von meinen Videos sehen möchtet. Es gibt schon jede Menge auf meinem Kanal zu sehen. Neben dem Pouring auch jede Menge von Realismus. Schaut es euch gerne mit an. Wer in Kontakt bleiben möchte, wie gesagt, Instagram, Etsy Store, Facebook ist alles unten in der Videodescription verlinkt. Genauso wie die ganzen Produkte, die ich so in meinen Videos benutze, sind auch alle mit da oder viele mit da. Ja,
Vielen Dank für Ihre Zeit, hab mich gefreut und bis hoffentlich ganz bald. Bye bye, ciao.